geh weg. Okay. Aber das sieht doch schon irgendwie besser aus. Weil es sieht zumindest aus, als hätte ich das Ding unter Kontrolle. Und ich mag es, wenn es Sachen so aussehen, als könnte ich sie. Oh, in die Fresse, Headshot, ey. Das muss halt sein. So, zwei Schüsse noch. Ein Schuss noch. Jetzt will ich mich nicht nochmal treffen lassen vorher. Nein! Ja! Stirb, ja, wegdrücken bitte. Weg. Ja gut, ich trinke währenddessen ein bisschen Energy Drink. Du hast dieses Alberal. Das habe ich das dritte Mal diese scheiß Endgegnerin besiegt. So viele Probleme, wie ich noch nie zuvor hatte. Also alle guten Dinge sind nicht immer drei. Ich wette, das bringt mir gar nichts. Ich wette, das war einfach Zeitverschwendung. Habe ich recht? Oh, Arm, guck gleich raus. Hallo. Ich hoffe mal, ich kann die Sequenz wenigstens wegdrücken. Das haben wir ja schon gesehen, alles. Ja. Ich kann's wegdrücken, gut. Ein bekanntes Gesicht. Okay, das gucken wir uns jetzt mal an, in der Hoffnung, dass da jetzt was anderes passiert, weil wir jetzt die 100% haben. Merkwürdig, Spyro. Ich stellte Avalas Tore so ein, dass ich zu den Drachenwelten komme. Aber irgendwie landete ich dann hier. Sind meine Koordinatentabellen veraltet? Um 1000 Jahre? Das würde erklären, wieso das Buch so billig war. Da du ja nun die Welt erneut gerettet hast, kommst du mich in Avala besuchen? Klar, Elora. Aber ich muss immer noch die restlichen Eier finden und nun, Jäger ist wieder weg. Nein, okay, gut. Keine Änderung. Aber ich muss mir die Umgebung merken. Es war irgendwas am Strand. Ich weiß nur nicht, in welcher Welt Strand war, um ehrlich zu sein. Wie oft habe ich dir gesagt, Schnauze, Sheila. Echt. Ja, und ihr bitte auch weg vom Fenster. Ich bitte, lass mich die Credits wegdrücken können, bitte. Ja, ist gut. Ja, ich will es nicht sehen. Danke. Ja, ich kann sie wegdrücken. Dankeschön. So, einfach mal Zeitverschwendung, würde ich sagen. Eine Viertelstunde locker, ne? Ja, doch, 20 Minuten mittlerweile Zeitverschwendung. Ihr habt ja die Zeit mitgebracht, nicht? Scheiße. Ja, komm. Es kann natürlich auch sein, dass die Welt gar nicht in dieser Welt hier drin ist, sondern in einer anderen. Das sah gerade so nach Strand aus, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wo Strand war. Aber ich kann mich an die alten Level gar nicht mehr so erinnern. Ja, schlechtes Gedächtnis und so, ich weiß, aber ist egal. So, okay, wir gucken einfach mal. Bad Sonnenaufgang, gucken wir erstmal da. Bei einem Abendsee? Keine Ahnung. Ja, Rakete, ohne Feuer. Shit. Es gab 15.000 Edelsteine ohne die 5.000, die es noch zu holen gilt. Alter Vater. So, okay, das war das. Aber es sieht auch nicht nach Strand aus. Oder ist hier irgendwo Strand? Oh, hier ist der Anfang. Da oben ist ein Leben, das wollte ich schon von Anfang an haben. Jetzt zumindest schon mal Wasser, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ach man, ey. Boah, ist das kacke. Ich will doch nur finden, Mann. Oh, da, das ist da oben, kommt mir bekannt vor. Oh, vielleicht bin ich hier richtig. Ich weiß es nicht. Falsch, Musik im Kopf. Ja, Sonne, bla. Ah, genau, ihr hört uns der Jäger, hier kannst du. Das waren hier alles noch so schöne Level, leichte Level, Wolkentürme. Hört sich irgendwie böse an. Ich kann mich zum Glück nicht mehr dran erinnern. Da können wir noch ein paar Schäfe kaputt machen. Ich will doch nur verdammt normal hier irgendwie was finden, was bringt, Mann! Nein, das ist das Fluglevel. Oh. Oh, das kann doch nicht sein. Ich hoffe manchmal, dass ich mit meiner Idee hier falsch liege, dass es irgendwo anders ist als im Kackding da, letzte Welt. Ach komm. Hier scheint es auf jeden Fall nicht zu sein, weil hier war zwar Wasser, aber hier war wenig Strand. Gucken wir mal in der Gartenstadt. Abendsee wird natürlich auch so See, von wegen Wasser und wieder Strand.
Gar nicht, aber nicht das, war das nicht die Welt, wo man auch schwimmen musste, oder war das die dritte? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, keine Ahnung. Ich kann mich so wenig an die Sachen hier erinnern, das ist unfassbar. Okay, hier durfte man auch schwimmen, wenn man will. Aber ich wollte in den wenigsten Fällen eigentlich. Och, wie Häschen, schön, süß. Ah, das war's mit dem Eiskack. Schön nochmal alle Welten durchstreifen. Aber das sieht auch sehr nicht nach dem aus, was ich suche. Oder? Mann. So kacke. Ich will das jetzt nicht im Internet nachgucken. Ich habe so wenig im Internet bisher nachgeguckt, ne? Die letzten 17% kriegen wir auch so. Oh, Leben, hallo. War da oben? Gar nichts, schön. Wenn du dagegen springst, kannst du klettern, du Sack. Okay, hier ist glaube ich auch nichts. Gut, dann müssen wir jetzt mal zum Abend sehen. Wie komme ich denn zu der Scheiße dahin, Mensch? Kann ich da über den Atlas hin? Ich denke nicht, weil ich kann ja nur die Level anwählen, aber nicht, wenn ich dann auf dieser Übersichtskarte bin, so von wegen, da gibt es das und das und das und das und das 100%. Dann kann ich ja nicht einfach hier diese Zusatzwelt da, Bonuswelt auswählen. Wo bin ich jetzt wieder zurück? Wo bin ich gerade? Bad Sonnenaufgang, oder? Oh, da ich... Nein, bin ich gar nicht. Das sah so aus irgendwie gerade. Weil abends ist es ja dunkler. Oh Mann. Ach nein, das war die Kacke. Nee, mag ich nicht. Gab es überhaupt so viele Landsachen? Ich meine nicht. Ach, ey, ich bin hier total falsch. So scheiße, Mann. Wie komme ich denn da hin? Da war ein Strand. Ich muss nicht in irgendein Level rein, oder? Ey, das finde ich total bitter, echt? Ja, gut, ich bin runter, aber da oben ist eh nichts. Ah, Mann, oh. Atlas. Ich kann ihn noch nicht auswählen. Sonst würde ich sagen, oh, komm ich da hin. Aber es geht leider nicht. Sonne, Muschelstrand. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich von einem Level in eine Welt komme. Das glaube ich echt überhaupt gar nicht. Nee, ach nee, komm. Oh, es ist so nervig, ne, wirklich. Oh, ja. Ich bin gerade echt total planlos. Weil ich finde eigentlich irgendwie, dass ich dachte, ich hätte alles gefunden da so. Und dass ich dann die Welt öffne, wenn ich die 100% habe. Aber ich habe die 100% jetzt, aber es interessiert den Scheißdreck. Wo sollst du irgendwas machen? Nee, ich denke nicht. Ich hab sogar alle Könnerpunkte, was dafür vielleicht noch nicht mal nötig wäre. Wobei ich das jetzt gerade gar nicht weiß. Ja, ich habe sogar die Kacklevel hier beendet, mein Gott. Na gut, komm, dann gehen wir nochmal in den Mitternachtsberg. Weil da halte ich das immer noch am wahrscheinlichsten. Ich möchte da bitte hin. Willst du mich verarschen oder was? Oh, komm, komm. Nein. Ja, danke. Ich habe falsch den Knopf gedrückt, mein Fehler. Ich bin gerade, das nervt mich gerade voll, echt. Weil die halbe Stunde jetzt, die letzte halbe Stunde war für den Arsch für euch. Und für mich natürlich auch. Ich wollte es heute eigentlich mal so lockerflockig beenden. Also je nachdem, wie umfangreich die Welt wäre. Aber ich weiß ja nicht mal, wie umfangreich die ist. Mann, wo ist das denn? Hier ist doch nirgendwo Strand, Mann. Strandman. Aber irgendwie komme ich auch noch da oben hin. Also, ne. Ihr wisst schon. Ich weiß nur nicht, wie. Irgendwo ein Kreisel oder so ein Kack. Hier, schieß mich hoch! Schieß mich hoch! Schieß mich hoch! Komm! Komm! Er will nicht! Ich kann ja auch nicht zu seinem Glück zwingen. Boah, ey.
Ich bin gerade echt genervt. Doch, kann man so sagen. Aber ich meine, das kann ich jemals im Spiel verübeln, das jetzt hier irgendwie verstecken, weil man soll ja auch denken, oh, 100%, ich habe das Spiel geschafft. Da oben kann man noch lang. Da. Ich will da hin. Auch wenn ich denke, dass ich da nicht richtig sein werde, aber ich will da hin. Verflucht. Mann. Irgendwo muss ja jetzt ein Tor erschienen sein. Ich meine, laut der Sequenz würde ich sagen, es ist irgendwo am Strand, aber ich wüsste nicht, wo jetzt hier Strand ist. Hier ist eh nur pisspinkes Wasser. Pisspink ist gut, ja. Sag mal, bin ich Schäl oder was? Wie oft bin ich jetzt lang geflogen? Oh, das tut mir so leid, ne? Ihr hasst mich jetzt alle, was ich vollkommen verstehen kann. Oh mein Gott, ich hasse mich gerade selbst. Ich hätte einfach mal lesen sollen. Mann. Ah. Wow, ein verborgenes Ei. Okay, es ist ein Level. Gut. Das kriegen wir, denke ich mal, hin. Oh. Ja, ich wollte das natürlich nur noch ein bisschen in die Länge ziehen. Und jetzt befinden wir uns nur noch 4.999. Ah, Bianca. Hey, du hast es endlich geschafft, Spyro. Jäger war etwas in Sorge um dich, als du auszogst, gegen die Zauberin zu kämpfen. Aber ich wusste die ganze Zeit, dass du sie schlagen würdest. Hier hat die Zauberin ihre ganzen Schätze versteckt. Aber nachdem sie geschlagen wurde, kam eine Räuberbande und hat alles geklaut. Wenn du die Diebe fangen kannst, darfst du den Schatz gern behalten. Gut, machen wir. Oder versuchen wir. Ach. Achso, nee. Nee. Nee, ich will das nicht. Also die Bonuswelt aus dem ersten Teil fand ich eigentlich ziemlich cool. Weil da musste man quasi immer dafür sorgen, dass man immer ein bisschen höher geht. Weil da konnte man, wenn ich mich recht erinnere, unendlich lang fliegen. Uiuiui. Und, ja. Aber man kann immer ein Stückchen höher durch weitere Flugpunkte, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall, das war ziemlich cool. Wie das hier wird, ich bin gespannt. Oh mein Gott, gebt ihr viel her. Geile Scheiße. Ich schätze mal, dann sind die 100... Die 100 Edelsteine, ja. Die 5000 Edelsteine schnell zusammen. Wenn ich denn alle finde. Ja, komm, wir gehen erstmal da lang. Erstmal will ich immer schon ein bisschen erkunden. So, dann können wir jetzt nach links herum. Ich kann ja Leben verlieren, oh mein Gott. Und da ist ein Tor? Gibt's denn noch ein Level? Hier gibt's einige Tore. Mein Gott. Ich geh doch erstmal links rum. Scheiße. Ach, nee. Ich glaube, ich werde hier doch eine halbe Ewigkeit verbringen. So, hier waren wir schon, ne? Ja, okay. Ich finde es aber schade, dass sie hier die Karten ausgebaut haben von den Leveln. Achso, ich wäre jetzt eh lang gekommen, okay. Also im zweiten Teil hatten wir eine Karte gehabt für die Level. Und hier sind sie weggebaut. Und gerade in dem Level würde mir das echt ungemein helfen. Ach, ich muss dazu im Zug auf Karten sowieso noch ein bisschen was... Das Resümee mir versuchen zu merken. Ah, ich hätte ihn direkt wegflamen können. Wenn meine Reaktion nicht so lahmarschig gewesen wäre. Da war aber noch was. Ein Zweier. Der hätte mir am Ende gefehlt und ich hätte geflucht. Bah, Pumps. Die ich wollte gerade sagen, die Edelsteine, die ich hier einsammle, sind sowas von für einen Arsch, ne? Oh, 25er. Schön. Weil ich habe gedacht, jetzt käme mir nur so einer und so ein Kram. Wie viele haben wir denn schon? Das interessiert mich jetzt einfach. Ich schätze mal 400. 500 sogar. Wir haben ja schon 10. Okay, schon ein Zehntel ist jetzt nicht so viel, aber egal. Kann man die durch... Ah! 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 17.000 brauchen wir dafür. Hierfür brauchen wir 16.000. Haben wir noch nicht. Okay. Das ist ja geil. Also ist das so ähnlich wie, im ersten Teil, dass man sich da auch quasi durchs Hochschlafen nennen muss. Wo ist der Typ hin? Da! Wo bist du jetzt lange? Okay, du bist ja noch. Okay. Hey! Das ist cool, wirklich. Gefällt mir. Komm, 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 komm. Hey! Ja! Haben wir jetzt die 16.000? Nee, bei weitem noch nicht, okay. So. Hey! Ich wollte keinen Energie verlieren, Verlust haben. Okay, dann geht's da nach links runter. Brauchen wir dafür? 20.000. Das ist doch schon komplett alles dann.
bestimmt so wieder so ein super Powerpunkt. Ja, du hast für immer Fliegen und so. Ach, du gehst da unten lang, du Sau. Aber die Eierdiebe sind ja auch viel angenehmer zu fangen als die aus den vorherigen Teilen. Echt, ey. Wenn ich an den ersten Teil zurückdenke. Oh, hallo. Wenn ich an den ersten Teil zurückdenke, ne? Treetops oder wie das scheiß Level hieß. Das war die Hölle. So, dann gehen wir erstmal rüber, holen den Zehner. Gehen wir wieder zurück und holen das, was da rauskam. So, Eierdieb, ich will doch gar nichts von dir. Du kannst von mir aus wegrennen, wenn du willst. Ach, verdammt, ich hab gar nicht richtig. So, jetzt können wir die 16... Die sind noch ein bisschen blöd hier, die Eierdieb. Kann das sein? Weiß ich nicht, aber ist okay, ist okay. Das vereinfacht mir die Sache ungemein. So, bevor ich jetzt das eine Tor öffnen werde... werde ich erstmal da runtergehen. Das interessiert mich schon ein bisschen, was da unten ist. Wahrscheinlich noch mehr Diebe, noch mehr Edelsteine. Oder gar nichts. Weil wir hier hergekommen sind. So wie es aussieht. Ach, keine Ahnung. Ich öffne einfach mal ein Tor. Ich werde ja letztendlich feststellen, ob mir was fehlt oder nicht. So, öffne dich. Was ist das? Nein! Welten! Was ist das denn für eine Kacke? Hi, Spyro. Hast du Bianca gesehen? Sie war wirklich besorgt um dich, als du auszogst, gegen die Zauberin zu kämpfen. Es war ziemlich komisch. Sie versuchte, cool zu erscheinen, aber sie hatte eine Todesangst, bis du wieder sicher zurück warst. Ich habe gerade ein altes U-Boot repariert. Warum machst du nicht eine Spritztour damit? Reparieren! Jawohl! Großartig! Komm an Bord! Naja, bitte nur vergewaltigen. So, und ist das jetzt auch nur dafür da, Edelsteine zu sammeln oder wie? Nein! Gibt's hier überhaupt Edelsteine? Würde mich ein bisschen wundern, wenn nicht. Oder gibt's hier als Belohnung Edelsteine, wenn ich alle U-Boote getötet habe? Ach nein, das war die Kacke. Ich erinnere mich wieder. Bombs. Okay, es gibt Edelsteine, wenn ich die Dinger kaputt mache. Alles klar. Ich komm rein. Was ist hier? Ach, da komme ich wahrscheinlich her, ne? Ich finde aber schön, dass die hier durchnummeriert sind, dass ich dann hinterher keins vergesse. So. Nummer 2. Fürs zweite brauchte ich 17.000 fürs zweite Türchen. Das ist fast wie ein Adventskalender. Immer einen Tag warten. Also es ist schön, dass sie eigentlich nochmal so... Also ich finde die Idee so super, irgendwie, dass sie hier erstmal nochmal quasi alles von dem Spiel nochmal drin haben. Also zumindest einige der Aufgaben. So ein paar kleine Minispielchen, um nochmal einen Arsch voll Kohle zu kriegen. Finde ich gut. Die Eierdiebe haben sie auch nochmal wieder eingebaut. Scheinbar werde ich auch noch fliegen können in der Hauptwelt. Also in der Haupt-Super-Bonus-Runde. Kack. Das finde ich echt schön. Das ist so ein richtig schöner Abgang vom Spiel nochmal, so eine Bonuswelt. Nein! Ich krieg dich noch. Freundchen. Nein! Nein! Der ist aber auch ganz schön fix unterwegs. So ein Penner. Ja, okay, ich hab dich. Nicht. Doch! Schön. Der fährt die ganze Zeit nur hin und her, oder was? Nein, jetzt nicht mehr. Ich hatte gesehen, dass ich den jage. Sieh, ich bin der Jäger. Ah. Nee, es war die Mauer. Wo bist du? Da bist du ja. Oh. Ich krieg dich noch irgendwann. Bremsen bitte. Kann ich hier überhaupt bremsen? Ich glaube nicht, ne? Wo ist der denn jetzt hin? Hallo. Hallo. Ja. Oh. Das Ding dreht sich so langsam und der hat so ein... Der kann sich so schnell drehen, der Gegner. Das ist ziemlich unfair. Boah. Boah. Fick mich doch nicht hier ins Knie, Alter. Meine Fresse. Weil einfach mal so ein bisschen aufs Verdacht zu. Vielleicht treffe ich die da mal. Kann ich auch so strafen? Kann ich, glaube ich, nicht. Nee, leider nicht. Ist jetzt da lang gefahren? Nein, du bist gerade dabei. Ja! Fick dich! So, alles erledigt. Ach, komm. Raus hier. Ich denke mal, dass ich hier alles erledigt habe.
Ja, gut, dann lass mich in Ruhe. Gibt's da noch was? Nein, Sparks zeigt mir nichts mehr an. Das ist schön. So, gut, dann jetzt nächste Tür, würde ich sagen. Was tut das da hinten? Die ist auf jeden Fall offen. Ah, es gibt ja keinen Köderpunkt mehr, von daher, okay. Guck dir das an! Die schnellste Turbo-Snowboard-Bahn der Welt! Die einheimischen Champions sind eine Bande Sasquatche! Das sind Yetis auf hochgetunten Schneescheiben. Die kannst du sicher schlagen. Wenn du gewinnst, bekommst du einen großen Haufen Schätze. Wenn du verlierst, muss ich die Bahn mit meiner Zunge glatt lecken. Ich lass die mal gewinnen. Du bekommst einen großen Haufen Scheiße. Bist du bereit für das Rennen? Ja. Super! Verlier nur nicht, sonst wird meine Zunge zum Eiszapfen. Na, komm. Oh, du, wow. Okay, wirklich fix unterwegs. Kann ich hier irgendwas Gutes machen oder kann ich hier nur Kacke machen? Heia! Die Rennen hier sind eigentlich immer ziemlich böse. Deswegen finde ich das gerade nicht so gut. Kann ich hier auch Tricks machen? Ja, okay, ich kann Tricks machen. Ah, okay, ja, das muss mir auch mal jemand sagen. Der Jäger hilft es ja scheinbar nicht für nötig, der Penner. Okay, hingefallen. Schade. Ich muss ja sowieso noch ein paar Mal über die Bahn fegen, ey. Vielleicht gibt es danach nochmal. Wenn wir das hier alle blauen Kram kaputt zu machen, dann hast du es geschafft, alle blauen Kram kaputt zu machen. Bombs! Weil wenn es nur einen Könnerpunkt gäbe, würde ich das ja tun, aber. Es gibt ja keinen mehr. Meines Wissens nach. Ich soll vielleicht mal ein paar Tricks machen, damit ich auch mal ein bisschen Turbo kriege. Turbo! Bombs! Gegen die Wand, so muss das sein. Nein, nein! Oh, hör auf! Hör auf hier! Ich meine, hier gibt es so viele Edelsteine, von daher ist das okay, wenn ich das so ein paar Mal verliere, denke ich. Nein! Egal! Ach nee, ist das schön hier! Ich das doch liebe. Also, wieso macht das ein Rollengeräusch, als würde ich Skateboard fahren? Ich habe gar keine Rollen. Nein, 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 nein. Ich komme in den Abgrund-Turbon. Nein. Boah, ich steige jetzt echt für den Arsch. Ich mag es nicht. Echt nicht. Wie soll ich nicht Erster werden, ey? Vielleicht soll ich die Hilfe brauchen. Heia! Nicht geschafft. Alter, ein Vierfachen! Da muss mir erstmal jemand nachmachen. Nein! Bam, bam, bam. Also, immer versuchen oben lang zu fahren, denn da ist eindeutiger. Oh, ich hab kaputt gemacht. Hab ich dafür jetzt auch Sachen gekriegt? Edelsteine? Nee, ne? Ich denke nicht. Okay, das war zu optimistisch. Ich habe noch genug Turbo. Okay, ich glaube, wenn man sich komplett auf die Strecke konzentrieren würde, was ich natürlich gerade überhaupt nicht mache, dann ist das, glaube ich, echt machbar. Und letzter. Geil. Ich glaube, meine Zunge ist gefroren. Verlier bitte nicht noch einmal. Ja, komm. Ja, ja, ja. Gut, dann machen wir jetzt mal ernst, würde ich sagen. Oder so. So, guck mal, jetzt haben wir schon mal ganz viel Turbo. Und jetzt hier hoch, komm. Und jetzt wieder da durchsterben. Schon sind wir Sechster. So muss das sein. Jetzt hier. Eieieiei. Zack, noch ein Zehner. Jetzt. Nein, ah, der scheiß Stern hat mich total von der Strecke abgebracht. Stern. Heia! Warum dreht er sich denn immer so behindert? Ich verstehe die Drehung gerade nicht so. Eieieiei. Immer noch versuchen, immer möglichst viel Tore mitzunehmen, die ich noch mitkriegen kann. Ich bin trotzdem Letzter. Dreh dich doch! Er wollte keine Tricks machen. Ich verstehe das nicht. Jappa! Gut.
Ganz ruhig, Dennis, ganz ruhig, ganz ruhig. Uiuiui. Okay. Den Stern kriegen wir leider nicht. Warum ich jetzt hier voll Turbo habe, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird das wieder irgendwie als Nasty Knock gezählt. Ich darf nicht... Ich darf entweder Rollen machen oder Saltus. Nichts Schräges, weil dann komme ich immer ganz komisch aus. Genau so eine Scheiße eigentlich nicht. Also auf die Schnelle konnte ich dann mal eben machen. Nein, ich bin da nicht durchgekommen. Verflucht. Verflucht. Ich schaff's wieder nicht. Aber kein Versuch ist umsonst, denn ich komme immer, bekomme ich noch ein paar Edelsteine mehr, die ich dahinter nicht mehr einsammeln muss. Von daher sehe ich das doch irgendwo als produktiv an. Gut, Dennis, das war echt top. Wow. Du übertriffst dich selbst mit deiner Leistung. Ja, ich bin genau in die Lücke gefallen. Hallo, die ist so klein, die fucking Lücke. Wie kann man denn genau da reinfallen? Ja, okay, ja, scheiße. War wieder, weil ich so komisch schräg mich gedreht habe. Mist, Kack. Ich wollte irgendwie mich nach rechts drehen, ich weiß nicht wieso. Ach, rechts drehen, die Milchsäure, nein, verloren. Bastard. Man kann sagen, direkt den ersten Sprung verkacken hier, oder was? Tot bist du. Ha! Nein. Ach komm, ich mach den nochmal Platz, dann krieg ich wieder mit vollen Turbo, glaube ich, ne? Okay, nicht voll, aber immerhin ein bisschen. Nein! Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nicht mehr ausweichen, Mann. Das letzte Rennen war so leicht, ne? Und das hier ist so böse. Weil dieses Ding ist auch so kacke. Warum bin ich da jetzt nicht runtergefallen? Ich meine, das ist besser für mich wahrscheinlich. Ach ja, genau. Ich habe nur meine Schüsse fällt mir gerade ein. Oh, ich geh genau da durch. Das muss das sein. Und heppa. Ich kann es eigentlich direkt neu starten, oder? Ah, wobei. Ich habe jetzt ja ein bisschen Turbo geholt. Könnte ja vielleicht noch was werden. Wenn ich es schaffe, die ganze Zeit durch zu Turbo. Wovon ich nicht ausgehe. Ich kenne mich doch. Okay, jetzt. Heia! Der wollte schon wieder keine Tricks machen. Spyro ist echt eine Zicke. Wieder auf der Strecke landen, dankeschön. Okay. Heia! Ich schaff das nicht da drin zu landen, Mann. Hallo, hallo, ich werde schon wieder letzter, Mann! Das war die Mann! Aber auch hier habe ich auf jeden Fall einen Edelstein gesammelt, von daher war produktiv, ja. Und direkt noch ein Fünfer. Fuck, ich versuche mir aber selbst irgendwie schön zu reden. Ich bin der Erste schon im Ziel, Fotze. Ja, komm, hier, komm, ich will nicht letzter werden! Ich fände das cool, wenn die dann für immer weg wären, die Gegner, wenn ich die einmal ramme. Das wäre doch mal fair für mich. Oder? So ein schlechter Spieler braucht so eine unfaire Unterstützung. Schaut euch das einfach mal an, was ich hier für den Kack abliefer. Aber ich bin nicht letzter. Ich bin sogar nur drittletzter. Wow. Das ist ja schon mal eine Steigerung. Gut, okay. Ich versuche mich jetzt wirklich aufs Rennen zu konzentrieren und nicht auf, sag schnell, die Edelsteine. Weil ich versuche sonst immer noch so hier den einen oder anderen zu kriegen. Aber das lasse ich jetzt einfach mal sein. Weg mit dir, du Wichser. Hey. Na, okay. Oh, Rakete ist schon mal sehr, sehr gut. Hey. Okay, da haben wir noch einen erwischt. Aus Luft gefischt. Eieiei, okay, gut. Ich habe mich wieder gefangen. Nein! Fuck! Weil meine Nase so tief war. Meine Nase war so tief, genau. Ich glaube, ihr wisst, was ich euch versuche zu sagen, oder? Meine Schnauze hier so tief war, mein Frontside. Aber das ist schon praktisch, wenn ich mal hier oben lang fahre. Weil hier war ich, glaube ich, noch gar nicht, oder?
Weiß ich gar nicht. Was mit Fünfter? Warum das denn? Okay, ich weiß warum. Alles klar. Check. Doppelten hier. Ach, verdammt. So. Wie ist ein bisschen bei Laune halt den Turbo? Okay. Ah, sechster Scheiße, ey. Ah, da oben müssen wir auch nochmal hin, okay. Ich versuche es mir zu merken, aber das Rennen hier kann ich sowieso knicken. Weil fünf Plätze schaffe ich niemals. Uiuiui, Double. Kickflip, hier Flip. Flip, Flip. Double Erdnuss Flip. Ah! Gut, ein nur. Ich wollte eigentlich voll den Trick reißen. Aber ich wurde mir nicht gegönnt. Oh, Vierter. Das heißt, noch drei Versuche, dann schaffen wir es. Wenn wir jedes Mal jetzt einen Platz gut machen. Das ist mir in den Arsch gefahren. Ich finde das gut, dass ich da nicht umfalle. Echt, das ist sehr nett von dem Spiel. Wirklich sehr nett. Jetzt will ich nicht wenigstens noch den Trick stehen lassen können. Ja. Aber es wird immer besser. Also es ist zumindest eine Tendenz, nach oben zu sehen. Oder? Okay, dann du mir so. So, komm hier. Ich darf einfach nicht so oft auf die Schnauze fliegen. Das ist eigentlich ein einziges Geheimnis. Jo. Fick dich! Mann! Ah, ich hasse dich. Hier. Warum tust du mir das an? Ich muss auf die Strecke wieder zurück. Dankeschön. So. Und ja, hier ein paar Drehungen. Zwei. War noch ein paar. Ich finde es aber erstaunlich, wie gut die Gegner sind. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich quasi erst Runde fast komplett durchgeturbot und bin einmal auf die Schnauze geflogen. Gut, dann sehe ich ein. Aber das hat so Auswirkungen hat darauf, dass ich einmal hinfliege, obwohl ich die ganze Zeit eigentlich ansonsten wirklich mit Maximum fast gefahren bin, was ich hatte. Das ist schon hart. Nein! Ich wollte die zweite Drehung unbedingt haben! Und das war keine gute Idee! Komm, Turbo! Ja, nochmal du. Das ist so unfair, echt! Das ist so. Was ist das denn? Was soll das denn jetzt? Warum bin ich hier zwei miteinander hingefallen? Neustarten machen? Ja? Ja, meine Zunge ist eingefroren. Ja, ich will's nochmal machen! Komm! Normal! Ich hätte noch eine kriegen können, dann hätte ich auch einen vollen Turbo gehabt. Oh, noch ein Fünfer, schön. Warum dreht der? Der sollte sich nicht so drehen. Der sollte sich so wirklich drehen. Nicht um seine eigene Achse, wenn ihr versteht. Ach, ist doch scheißegal, was ich hier erzähle. Das ist mir eh keine Sau. Uiuiui, okay, da habe ich ein bisschen Schwein gehabt, glaube ich. Ich hätte auch bestimmt durch den Pixel fallen können. Es ist so bei PlayStation 1 Spiel. Brauche ich aber wahr. Ja, okay, jetzt hier. Jetzt Turbo da oben!